Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir wieder einen Premium-Wanderweg, und zwar in der Eifel, und zwar den Felsenweg Nummer 6. Wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann bleibt dran. Auf dem Pfad, wo wir gerade gehen, gibt es viele verschiedene Felsformationen. Richtig cool. Momentan laufen wir auf einem schönen, schmalen, weichen Waldboden. Richtig schön und richtig gut für die Füße. Wir haben gerade einen Elefanten gehört. Ich hoffe, wir haben uns nicht jetzt nach Afrika verlaufen. An der schönen Aussicht, die ihr gerade gesehen habt, haben wir eine kleine Pause gemacht. War richtig lohnenswert, die Aussicht dort. Noch etwa 4 Kilometer, dann kommen wir an der Teufelsschlucht an. Noch etwa 1 Kilometer, dann gehen wir durch die Teufelsschlucht. Jetzt geht's runter zur Teufelsschlucht.
Ich bin jetzt nicht nur Objekt-Schluchten-Fan, sondern auch Teufelschluchten-Fan. Diese war richtig, richtig cool. Wir haben zwar noch etwa 3 Kilometer, bis wir wieder am Auto ankommen, aber ich kann, oder beziehungsweise wir können schon über den Weg etwas sagen. Und zwar, er ist definitiv empfehlenswert. Die Teufelsschlucht ist atemberaubend, die Wege sind sehr schön zu gehen, vor allem weil soweit alles pfadartig geht. Also, wenn ihr hier in der Eifel in der Nähe seid, einfach mal vorbeischauen. Es lohnt sich. Sicherheit sollte man für diesen Weg definitiv auch mitbringen. Wegen der schlechten Wetterprognose, wie es auch da hinten aussieht, scheint es Gewitter zu geben. Und so gehen wir jetzt nun eine Abkürzung ans Auto. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal. Hast du gemacht. Normale Lufthole und Schwätze. Sarah, du guckst so komisch wieder. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir wieder. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs. Also ich bin jetzt nicht nur Obi-Grät-Schluchten-Fan, sondern auch Teufelsschlucht-Fan. Oh, leck mich am Arm. Trittsicherheit.